Das ist Herr Heil. Herr Heil ist Student der Germanistik. Meist sitzt er in seiner Küche und denkt über die Literatur im 21. Jahrhundert nach. Nachts schläft er in seinem Bett im Schlafzimmer. So lebt Herr Heil schon seit vielen Jahren. Nachdenken, schlafen. Nachdenken, schlafen. Doch dann kommt alles anders. Wie er heute so in seiner Küche sitzt, bekommt er plötzlich schreckliche Schmerzen im Bauch. Wehen nennen die Mediziner diese Schmerzen. Wehen. Denn was er Heil nicht weiß, er ist schwanger von einer Eule, die er vor ein paar Monaten gestreichelt hat. Nachdem Herr Heil also einen ganzen Tag diese Schmerzen gehabt hat, gebiert er eine kleine Eule, eine sogenannte Schleiereule. Die sieht nett aus und hat Hunger. Jetzt ist Schluss mit dem Nachdenken und dem Schlafen. Herr Heil muss jetzt den ganzen Tag Mäuse schälen wie ein Wahnsinniger, um die kleine Eule satt zu kriegen. Nach ein paar Wochen ohne Schlaf sieht Herr Heil ganz schlecht aus. Fahl und abgemagert. Über die Literatur im 21. Jahrhundert hat er auch nicht mehr nachgedacht. Die Eule sieht auch blöd aus. Die Mäuse, die Herr Heil ihr schält, schmecken ihr nicht. Die Beine sind verkehrt herum angewachsen und hinten, wo eigentlich der Po sein müsste, ist jetzt ein Kopf. Da wird Herr Heil sehr böse. Er schreit das undankbare Tier an. Er bezeichnet es als Natter, die er an seinem Busen nährte, als Parasit im trauten Heim und als Störenfried in der Studierstube. Beleidigt fährt die Eule in Herrn Heils Auto davon. Endlich ist wieder alles so wie vorher. Shout a new style.